Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Wir sind de facto schon im Vorwahlkampf, einerseits für die EU-Wahl am 9. Juni, andererseits für die Nationalratswahl Ende September. Und mitten in diese Vorwahlkampfzeiten platzen jetzt ziemlich heftige Vorwürfe, einerseits um Spionageverdacht, andererseits um den Verdacht des Amtsmissbrauchs und des Geheimnisverrats. Und diesmal steht die FPÖ im Mittelpunkt. Wie er das sieht, aber auch wie die Performance der türkis-grünen Regierung ist, wie es am Tag nach der Wahl weitergehen könnte, das möchte ich jetzt den grünen Vizekanzler Werner Kogler fragen, den ich jetzt herzlich im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend und danke für die Einladung. Herr Kogler, fangen wir gleich mit dieser doch sehr hitzigen Parlamentssitzung kürzlich an, wo diesmal ausnahmsweise mal nicht die Koalitionspartner ÖVP im Mittelpunkt stand, sondern die Freiheitlichen. Und da gibt es doch jetzt sehr, sehr scharfe Vorwürfe. Also zum Beispiel der ÖVP-Mandatar Andreas Hanger hat Richtung Herbert Kickl gesagt, entweder sie sind ein Verräter oder sie sind unfähig oder sie sind beides zusammen. Die Neos fordern einen Pakt zur Aufklärung und Sie haben ja auch schon eigentlich gesagt, dass die FPÖ ein bisschen Volksverräter seien. Das sind sehr, sehr harte Vorwürfe. Wieso? Ja, ich war bei dieser Parlamentssitzung mal nicht dabei, kann aber natürlich nachvollziehen, dass die verschiedenen Fraktionen, sofern sie dann die sogenannte, muss man an der Stelle sagen, Freiheitliche Partei betreffen, solche Formulierungen wählen. Ich meine, abgesehen davon, dass die am wildesten und am schlimmsten austeilen, sind eh die Freiheitlichen. Das kann man sich ja in den unsozialen Medien mal ganz genau anschauen. Aber bitteschön, ich will da trotzdem Objektivität oder Gerechtigkeit walten lassen. Nur, dass schon viel, viel länger, und vielleicht trifft es ja nicht nur die Freiheitliche Partei, diese Russenfreundlichkeit in Österreich Platz gegriffen hat. Und ja, wir haben uns alle in Putin getäuscht, das darf man ja auch einbekennen, so wie der Bundespräsident. Aber man sieht schon seit 2019 und 2014, spätestens mit Euromaidan, Ukraine, Annexion der Krim und in Wahrheit schon mit irregulären, aber doch russischen Kräften das Einzige in der Ostukraine, genau zum Teil, wo heute die Frontlinien verlaufen. Mit wem man es da zu tun hatte, wie dem auch sei. Jetzt, da glaube ich, sind mehrere gefährdet, wenn wir den mehr untersuchen würden. Aber was die blaue Truppe dann noch gemacht hat, in der Folge, wie viele Rechtsextreme, und das diskutiere ich gar nicht mehr, dass die Rechtsextremen sind an der Stelle, in Europa, nämlich diese Verträge mit der Putin-Partei, die jetzt von der FPÖ runtergespielt werden, auch das war, denke ich, Thema im National und zu Recht, dann ist das ja eingegossen in was Größeres. Deshalb habe ich mir erlaubt, das voranzustellen. Und was jetzt weiter unten, im Kleineren, aber nur unter Anführungszeichen rauskommt, bestätigt das nur, es ist sogar viel schlimmer und dann wird es also noch größer. Und deshalb passen diese Vorwürfe. Ja, und da sind natürlich auch Begriffserfindungen dabei, die aber sehr treffend sind. Weil der Herr Kickl, der herumrennt und irgendwas von einer Volkskanzlerei erzählt, das gibt es in der Verfassung nicht. Es gibt eine Nationalratswahl, keine Kanzlerwahl und schon gar keine Volkskanzlerwahl. Mhm. Und wir wissen, wie belastet der Begriff ist. Dann muss er sich natürlich anrechnen lassen, apropos Volk, dass er vielleicht auch ein Volksverräter ist. Das hatte ich dann von der ÖVP gehört, oder dass er zumindest mit Volksverrätern zusammenarbeitet. Ich glaube, ein bisschen was war bei Ihren Zitaten ja auch dabei. Ich glaube, das muss er sich vorhalten lassen, weil ja ganz massive Verquickungen evident sind, wie im Übrigen die Zeitung Österreich oder auch jetzt der Sender Ö24, wo ich jetzt zu Gast bin, das ja schon dargelegt auch haben, offensichtlich gut informiert und schon früher Hinweise in die Richtung gebracht haben, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ich habe mir erlaubt, das ein bisschen nachzuschauen aus Anlass unseres Gesprächs. Und das ist alles andere als eine Kleinigkeit. Mhm.
Und von daher, glaube ich, wird es jetzt schon noch spannend, wie die FPÖ einmal damit umgeht, wenn sie selber seit Ibiza ja wieder einmal im Zentrum ist. Und möglicherweise ist das jetzt schlimmer, weil da ist ja, das ist ja jetzt, da kann ja niemand behaupten, das ist eine Gummibärli-Party in irgendeiner Finca. Das war eh Strafe genug, dass das öffentlich ausgestrahlt wurde. Man hat nur gesehen, wie die denken. Ja? So, das ist schon schlimm genug. Aber jetzt sind ja lauter Fakten am Tisch. Das kriegt man auch nicht weg. Natürlich muss, was das Strafrecht betrifft, muss das separat ermittelt und gewürdigt werden und möglicherweise angeklagt und verurteilt. Das muss man fairerweise trennen, auch bei Kickl, auch bei der FPÖ. Aber es sind ja trotzdem Fakten da. Und die Fakten sprechen eindeutig dafür, dass es eine völlige Verhaverung, eine Verklumpung von gar nicht so unwichtigen und zum Teil sehr wichtigen blauen Funktionären gibt, mit einer offenkundigen Spionagezelle, die wirklich Übles angerichtet hat und möglicherweise die Recherchen noch zutage führen werden, was da noch kommt. Und das ist Schaden maximal. Also Sie meinen, und für österreichische Republik und damit für die Bevölkerung. Schaden für die Republik, das ist ja ein Riesenschaden, wenn unsere Dienste jetzt ein zweites Mal oder das dritte Mal derart dastehen. Also da verlieren ja die befreundeten Dienste die den Glauben wieder frisch. Das ist ein großes Problem. Vertrauen. Und dann müssen wir jetzt wieder sanieren. Und deshalb ist ja alles so wichtig, dass auch aufgeklärt wird, weil es immer die Voraussetzung für die anderen zu sehen, hey, die gehen das wirklich an, jetzt halt in mehreren Etappen. Aber es ist immer so, wir decken in Zeiten, wo wir in dieser Regierungsperiode sind sehr viele Skandale ans Licht gekommen, die aber ihre Ursache und ihre längerfristige Verkettung in viel früheren Zeiten hatten. Aber ich sage, besser jetzt als gar nie. Jetzt fordern die Neos einen Pakt für Aufklärung. Und Sie haben schon angesprochen, es könnte natürlich sein, es geht genau um diese Causa Kreml-Nähe, dass auch andere Parteien betroffen sein könnten, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber doch. Sind Sie für diesen Pakt der Aufklärung? Ja, und zwar ist es einmal eine gute Initiative, beziehungsweise hat ja Alma Sadic jetzt im Kontext mit dieser Spionageaffäre, und das darf man mindestens so nennen, das ist eigentlich ein tiefer Skandal, das schon in den Raum gestellt oder gefordert, aber es ist ja Sache des Parlaments, da sind wir immer Spur zurückhaltender, darf aber doch auch einmal wieder auf mich verweisen, weil im Kontext der gesamten Russland-Abhängigkeit, die ja in diese ganze wirtschaftliche Verflechtung reingeht und vor allem in die bewusst herbeigeführte einseitige Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, insbesondere Erdgas. Das habe ich ja schon mehrmals als Wirtschaftsverbrechen bezeichnet, weil man ja erstens schon irgendwann wissen musste, mit wem man sich da einlässt. Und zweitens eine Abhängigkeit von 80-90%, wo wir aber größte Mühe haben, rauszukommen. Aber wir haben immer noch 86% des Gases. Ja, relativ. Es sind weniger, es sind absolute Mengen, es ist viel weniger geworden, weil ja der Gasverbrauch Gott sei Dank stark zurückgeht. Aber von dem, was wir importieren, ist immer wieder das Allermeiste aus Russland. Zwischendurch war auch das mal weniger, weil sie es nämlich abgedreht haben. Nicht? Und das ist der Grund. Und deshalb muss man auch raus aus russischem Gas, weil die können das jederzeit als Waffe einsetzen, dann hast du gar nichts mehr. Also ist ja zweiseitig. Und deshalb messen wir da bis 2027 raus, das ist auch die Vereinbarung mit anderen Unionsstaaten, und das ist schwierig genug. Aber wer uns da reingeritten hat, das ist aller Aufklärung wert. Und das hat einen Kontext mit den anderen wirtschaftlichen und Finanzverflechtungen. Und das hat einen Kontext mit dieser sorglosen Nähe zu, ich verstehe schon, Moskau, Russland, aus, auch Österreich in der Tradition als neutraler Staat. Und das muss man ein bisschen aufpassen. Aber auf der anderen Seite, sich in eine derartige Abhängigkeit zu begeben. Und diese Sorglosigkeit führt ja meines Erachtens auch dazu, dass diese ganzen russischen Spionageumtriebe gerade in Wien fröhliche Urständfeier. Das hat zwar eine andere Hauptursache auch noch, ich will das gleich dazu sagen, seriöserweise, wenn, was wir ja wollen, Wien ein internationaler Standort ist, dann haben wir halt auch viel mehr Akkreditierungen von Diplomaten, Anführungszeichen. Gleichzeitig wissen
viele von uns ja schon viel länger, dass das ja, dass da auch massiv Missbrauch getrieben wird, und das sollte jetzt ein weiterer Anlass sein, da genauer hinzuschauen. Aber wenn ich dann noch eine... Sollte man da konsequenter, weil wenn sogar der DSN-Chef Pirchner sagt, es sind rund 50 russische Spione hier, bis jetzt wurden 2 ausgewiesen, sollte man da konsequenter ausweisen? Das ist leichter gesagt als getan. Erste Antwort: ja. Warum ist das so schwierig? Weil die Gegenmaßnahmen ja nie auf sich warten lassen, also noch nie. Und Österreich hat in Moskau auch eine gewisse Anzahl an Diplomaten. Das brauchen wir wohl auch. Aber mutmaßlich keine österreichischen Spione. Nein, gar nicht. Das eben nicht. Aber wenn wir da 5 ausweist und wieder 5 von Moskau weggewiesen werden, da sieht man schon ein bisschen das Problem, und ich habe jedes Verständnis für den Außenminister, dass das nicht so einfach ist. Aber auf der anderen Seite, um auf dieses zu kommen, wo man schon mit anderen Diensten schauen kann, dass man die Kreise der russischen Spionagetätigkeit, die ja in Europa immer stärker geworden ist, leider, aber gerade eben in Wien, und die beziehen sich ja auch in ihren Spionagetätigkeiten nicht nur gegen Österreich, so wichtig sind wir dann am Schluss auch nicht. Es gibt bei uns nur genug Volksverräter, um dabei zu bleiben, die dort hineinarbeiten. Das ist böse genug, da werden wir noch drauf zurückkommen. Das war ja Anlass, aber es wird ja da auch, weil viele andere internationale Institutionen da sind, auch gegen die anderen spioniert. Und mit denen muss man sich schon zusammentun als Österreich, um die Kreise der russischen Sphäre hier zu stören, damit die nicht so wirkmächtig werden. Das kann man schon. Und deshalb ist es also wichtig, das hat jetzt der Justizministerin Amasadisch vorgeschlagen, dass wir die Straftatbestände in diese Richtung ausweiten. Weil bis jetzt wäre es ja gar nicht strafbar, wenn der Herr russische Spion da irgendwie losgeht auf die Bundesrepublik Deutschland, auf österreichischem Territorium. Mhm. Das ist eine massive Lücke, die soll jetzt geschlossen werden. Da wissen wir auch wohl alle Parlamentsparteien, jedenfalls den Regierungspartner auf unserer Seite, und da wird jetzt schon dran gearbeitet. Also das kann man tun. Ich glaube, das ist effektiver als die Ausweisungen alleine. Da sind wir beschränkt, ja? Weil sonst haben wir irgendwann 0 Diplomaten in Moskau. Aber das wirkliche Problem ist doch, dass wir Parteien haben, die immer wieder auch in Regierungsverantwortung kommen, sind wir wieder bei der FPÖ, die haben 1,5 Jahre regiert oder 2 Jahre. Das ist ja unfassbar, was die in dieser kurzen Zeit für einen Schaden angerichtet haben. Ja, da brauchen andere 30 Jahre dazu, was die in 3 Monaten zusammenbringen. Gut, jetzt argumentiert Herbert Kickl, dass das alles Fake News seien. Er behauptet, dass das System, damit sind alle anderen Parteien und offenbar auch sämtliche Medien gemeint, jetzt zurückschlagen würden mit Fake News, weil die FPÖ in den Umfragen vorne sei. Ja, das ist halt ein Reflex in Zeiten wie diesen. Dank oder undank Donald Trump scheint möglich, dass man damit auch noch einmal Vernebelung und in gewissem Sinne in der Abwehr einen Teilerfolg hat. Aber wir wissen natürlich, Sie noch besser als ich, wenn ich Ihre Recherchen lese, dass das genau keine Fake News sind. Und am Schluss stehst du halt dann da, das ist ein bisschen eins der Übel unserer Zeiten, in denen wir leben, da schreit der eine und der andere Lügenpropaganda gegen Lügenpropaganda. Und ich habe jedes Verständnis für die Zuseherinnen jetzt beispielsweise und die Zuseher, dass die gar nicht immer mehr genau auseinander halten und können die Sachen, und das ist ja der Zweck dieser Übung. Aber es gibt dann schon noch Ermittlungsbehörden und es gibt dann schon noch Anklagebehörden und möglicherweise auch Urteile. Und noch einmal, wenn nicht das als Fake News dargestellt werden kann, dass engste Mitarbeiter des Kickl oder ehemalige Abgeordnete hier mittendrin sind und nicht hinten dran, vorne mit und mittendrin, ja, das geht sie dann, aber das sollte sich nicht mehr ausgehen. Und ich hoffe, dass diese Desinformations-Wahnsinnskampagnen, die ja immer mehr, nicht nur das, sondern sonst auch um sich greifen, nicht dazu führen, dass man nicht einmal mehr das erkennt. Und wie gesagt, also da sind Skandale anderer Parteien, beziehungsweise das Ibiza-Video selber eine Kleinigkeit gegenüber dem, was sich da jetzt auftut. Und das ist
womöglich lang nicht alles. Deshalb bin ich da sehr dafür, für diese Aufklärungsoffensiven. Und wir sind da dabei, wenn es um Initiativen der NEOS geht oder um andere, fügen aber hinzu, dass wir ja gar nicht lang gefragt werden müssen, weil wir ja selber das schon immer wieder mal vorgeschlagen hatten. Mhm. Schon aus der schon in Oppositionszeiten haben wir auf diese Dinge hingewiesen. Mhm. Jetzt nur, um das klarzustellen, was wir berichten, sind natürlich keine Fake News, egal natürlich. Was der Herbert Kickl behauptet, das sind, das ist der Strafakt zum Beispiel des ehemaligen FPÖ. Sicherheitssprechers. Es ist quasi staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es gibt jede Menge Chats und es sind ja auch britische Ermittler mittlerweile involviert, die ebenfalls Chats haben. Aber natürlich sind das komplexe Themen, das wissen wir natürlich. Aber die Fakten liegen am Tisch. Urteilen, ob es strafrechtlich relevant war, muss natürlich die Justiz. Das können wir ist eine andere Frage, aber es sind Fakten, die man politisch bewerten muss, so die liegen jetzt schon am Tisch und die sind schlimm genug. Und das ist ein politisches Sittenbild, über das man reden kann. Gleichzeitig ist aber die Situation in Österreich so, dass die Stimmung extrem polarisiert ist. Das hat einerseits mit den multiplen Krisen zu tun, die wir jetzt seit Jahren erleben. Das hat andererseits natürlich auch mit der Stimmung, die die FPÖ oder Herbert Kickl teilweise produziert hat, zu tun, aber schon auch mit der türkis-grünen Regierung. Was läuft da schief? Naja, Regierungen, egal welche Parteien oder ideologische Zugänge hier über die ganze Europa oder die Union verteilt sind, haben überall ähnliche bis gleiche Phänomene und in dem Fall auch Probleme. Ja, Sie haben das sehr treffend beschrieben. Da gibt es jetzt in dem Sinne mal erstens nichts zu beschönigen. Allenfalls ist es wirklich eine Ursachenforschungsfrage, die nicht immer nur einfach ist oder halt auf schwierige Gründe zurückführt, warum es dazu kommt. Das soll auch kein Ausritt sein für irgendwas. Nur tatsächlich, und das stellen wir selber fest, ist es so. Sie wissen, wovon wir da auch reden, weil gerade Sie sich so intensiv damit beschäftigt haben, beginnend mit der Pandemie, wo ja auch immer noch nachgebuddelt wird, um die Stimmung extra schlecht zu machen, weil Sie wissen, den anderen war zu wenig Maßnahmen und das war nicht tiefgehend und weitgehend genug, dafür habe ich sehr viel Verständnis gehabt, für die andere Seite weniger, die hat aber Oberwasser bekommen und von wem wird das befeuert? Genau von den gleichen Rechten und Rechtsextremen, die dann da sozusagen diesen Wind, den sie da erzeugen, mal gut die Fahne reinhängen können. Das hat mehr ausgelöst, als einem lieb sein kann. Das ist mal so. Ja. Das analysieren ja andere auch. Die kriegerischen Ereignisse, die dann speziell in Österreich aufgrund dieser Gasabhängigkeit zu dieser Teuerungswelle geführt haben, waren das Nächste. Jetzt kann man darüber reden, welche Maßnahmen richtig sind oder nicht. Bin ich gerne bereit, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber dass in dem, sozusagen, wenn es schon mal so finster ist, im Lichte kaum mehr gesehen wird, wie die Gegenmaßnahmen gesetzt wurden, damit muss man jetzt mal leben, aber man wird auch noch mal darauf hinweisen müssen, dass zwar, ich stimme da mit dem Martin Schenk von der Armutskonferenz komplett überein, dass wir 200.000-300.000 Menschen haben, die wirklich massiv armutsbedroht, also wirklich in der Armut sind, manifest. Mhm. Die waren aber vorher auch schon ungefähr so viel oder die gleichen. Mhm. Es ist schon gelungen, mit vielen Maßnahmen, was Auswirkungen Pandemie, Teuerung betrifft und so weiter, das stabil zu halten. Das hat jetzt auch der Sozialbericht genau ausgewiesen. Da muss jetzt geht es, glaube ich, schon darum, einmal zu sagen, wenn ich mir die Pensionistinnen und Pensionisten anschaue, die größte Gruppe, dass die seit Beginn dieser Regierung jedes Jahr über der Inflation die Pensionserhöhungen erhalten haben. Da muss ich jetzt trotzdem insofern sind die Pensionen stärker gestiegen, als die Inflation war. Ja, aber da muss ich jetzt gerade trotzdem, für die unteren Pensionen. Auch wenn das stimmt, dass mit den Pensionsanpassungen es gibt für alle Sozialleistungen mittlerweile. Auch wenn das stimmt, dass alle Sozialleistungen jetzt valorisiert werden und erstmalig abgegolten werden in der Form. Erstmalig die Direktzahlungen am Vorjahresanfang. In der Form. Was führt im Übrigen dazu, dass wir heuer Sozial- und Familienleistungserhöhungen von 8,5% genau, haben, Bezug habend auf die alte Inflation und heuer die Inflation aber nur mit 3-4% sein wird. Trotzdem, also das ist doppelt so viel. Trotzdem, und das regt schon viele Menschen auf, das muss man ehrlich sagen, liegt in Österreich die Inflation deutlich über dem EU-Schnitt.
und auch die Teuerung. Und das ist ja das Gleiche. Ja, aber quasi etwas, was die Menschen permanent spüren. Gaspreise sind bei uns nach wie vor ein Riesentreiber der Inflation, also diese Teuerung, mit der man jedes Monat konfrontiert ist, Mieten ein großes Problem für viele, Gastronomie ein großes Problem. Hätte man da nicht früher doch in den Markt eingreifen müssen? Naja, ein paar Stellen ist es ja passiert und es ist richtig. Nur, es bleibt ja trotzdem dabei, wenn die Nettolöhne, also es geht ja um die Arbeitenden, und zwar durch massive Kollektivvertragserfolge, aber auch durch massive Steuersenkungen, so ausschauen, dass die Nettolöhne stärker steigen als die Inflation oder bei den Pensionisten, wie gesagt, oder bei den Sozialleistungen, dann ist es ja am Schluss so, dass diese sogenannte Kaufkraft, also was kann sich wer kaufen, wohlgemerkt immer im Durchschnitt und über alle. Ja, es gibt Hunderttausende andere, wo es nicht zutrifft, da darf man die Empathie nicht verlieren, dann ist ja das die Aussage genau, dass die gleichgestellt sind oder besser. Mhm. Ja, es ist richtig, bei uns sind die Mieten höher gestiegen als woanders, das wird sie zukünftig abgebremst, ich werde gleich was dazu sagen, aber gleichzeitig sind die Nettoeinkommen und Pensionen auch überdurchschnittlich gestiegen in Österreich, sodass aus Sicht der Haushalte und der Einzelnen das halbwegs, nicht nur halbwegs ausgeglichen ist, sondern in Österreich, im Europavergleich, da ist nur Luxemburg dabei und jetzt glaube ich auch noch die Niederlande, wo das überhaupt geschehen ist. In den Ländern, wo die Inflation geringer war, ja, das kann man gerne offen ansprechen, das ist richtig. Spanien, da steigt es im Übrigen schon wieder seit ein paar Monaten, die sind auch schon wieder über 3%, aber die haben keine Pensionserhöhungen in der Lage, keine Lohnerhöhungen in der Lage, sodass die unterm Strich weniger haben als vorher. Und in Österreich die meisten sogar mehr als vorher. Und das ist natürlich schwierig zu vermitteln. Man sieht die Preise im Supermarkt, das haben das Sie ja angesprochen. Ja. Man sieht die Explosion, der Mietkosten, das ärgert mich auch. Und jetzt sage ich ganz was offen, wir hätten natürlich früher in diese Mietpreise eingreifen können, dort vor allem bei den Kategorie-Richtwert, weil das ist eh gesetzlich, und aber auch bei den genossenschaftlichen Gemeinnützigen. Bei den Freien ist schwierig, da lauert immer der Verfassungsgerichtshof, der das wegrammt. Das ist in anderen Ländern leichter. Und wir würden mindestens eine Zweidrittelmehrheit im Parlament brauchen, aber die Opposition hat sich ja vor lauter Schimpfen auf die Regierung ja verweigert. Also was kommt jetzt mal? Und dann sage ich, warum ich das gern früher gehabt hätte. Es kommt jetzt eine Preisdeckelung bei den Mieten, wenn ich es durchdividiere, auf 2,5% pro Jahr. Wozu führt das? Die Gemeinnützigen, das ist die größte Gruppe in Österreich, wo Mieterinnen und Mieter drin sind, hätten jetzt rund um den Juni, also bald, eine 16-prozentige Erhöhung zu gewärtigen, weil das dort auf 2 Jahre geht. Jetzt ist 5, also 2,5 pro Jahr. Und das ist ein Riesenunterschied, das muss man schon sagen. So, und jetzt hätte man das aber auch früher machen sollen. Ja, ist richtig, weil die Mieten, es sind ja so viele Mietverhältnisse in Österreich, dass das ja auch die Inflationsrate selber beeinflusst. Okay. Das ist ja eine Spirale. Weil hätten wir dort früher eingegriffen, jetzt machen wir es eh, dann hätten wir uns schon eine Spur erspart. Mhm. Da waren ein paar Wirtschaftsforscher zuerst gar nicht der Meinung, muss man auch ehrlich sagen, die sie jetzt auch besser wissen. Da haben wir uns immer rausgelehnt, aber uns zuerst nicht durchgesetzt gegenüber der ÖVP. Das ist noch nicht einmal mehr ein Geheimnis. Jetzt aber schon gemeinsam, weil auch die ÖVP erkannt hat, es geht gar nicht nur mehr um Richtwert, Mieten und Kategorie und Wien und die anderen. Mhm. Und wir kennen die Argumente, was da stimmt oder nicht, lasse ich dahingestellt. Nur sie haben gesehen, das betrifft jetzt ganz Österreich und viele verschiedene Gruppen. Und deshalb glaube ich, besser jetzt als nie, aber da wäre ein Punkt, wo ich selber gesagt hätte, ja, früher. Bei den Energiepreisen ist es ein bisschen schwieriger und da fällt uns eben diese Gasabhängigkeit von Russland so im Schädel, weil man ja nie weiß, wie es in Österreich sein wird. Ja. Aber auch da gibt es Initiativen von der Energieministerin und da unterstützt vom Bundeskanzler, dass wir mehr am europäischen Markt organisieren. Da ist es ein bisschen stabiler. Mittlerweile ist ja das Russengas, wo wir aber aus geopolitischen Gründen rauskommen sollten und aus Ehrlichkeits- und Gerechtigkeitsgründen und Friedensgründen, sollte man da trotzdem raus. Und jetzt kann es sein, dass erst wieder ein paar Prozent teurer wird die nächsten Jahre. Insgesamt wird es runtergehen. Aber es kann sein, dass der ganze Umbau, dass wir vor allem von Rotterdam, von Norwegen, wo wir Rechte haben und Verträge, und von Triest das Gas beziehen, dass das dann 5% teurer ist, als wenn es nicht wäre.
Aber man muss sich halt einmal für irgendwas entscheiden. Ich finde, die Unabhängigkeit von russischem Gas ist das viel höhere Gut. Weil die haben sich schon einmal bewiesen. Die können das einfach abdrehen und wo stehen wir dann? Dann ist der Gaspreis unendlich hoch, wenn nichts mehr kommt. Mhm. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, ob der Kampf gegen den Klimawandel nicht auch einige Menschen überfordern würde, wie es für die Grünen bei EU-Wahl und Nationalratswahl ausschaut und auch welche Koalition es dann geben soll. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum zweiten Teil des heutigen Interviews mit dem grünen Vizekanzler Werner Kogler und damit nochmal schönen guten Abend. Nochmal guten Abend auch. Herr Vizekanzler, wir haben schon über die polarisierte Stimmung in dem Land geredet und eines, das neben Corona und Ukraine und Teuerung ebenfalls für eine Polarisierung sorgt, ist das Thema Klimawandel. Jetzt lasse ich einmal die aus, die den Klimawandel zur Gänze leugnen. Aber es gibt viele Menschen, die fühlen sich überfordert. Ist das gerade in Zeiten der multiplen Krisen vielleicht eine Überforderung damit? Naja, die Frage ist, auf was bezogen, weil es wäre schlecht, wenn es so wäre. Und man muss dann wie agieren. Also in Österreich sind ja die meisten Maßnahmen nicht auf Überforderung abgestellt, sondern auf Förderung. Wir kriegen ja auch da die Vorwürfe der Überförderung. Mhm. Schauen wir mal den Heizkesseltausch an. Ich weiß, da waren früher andere Gesetze im Raum. Aber die Lösung war jetzt doch, dass diejenigen, die privaten Haushalte, es muss ja auch viel in der Industrie und im Verkehr passieren, aber bleiben wir nur mal dort, dass diejenigen, die einen alten Ölkessel raustauschen und ein was Moderneres wollen, auf erneuerbare Energie natürlich umgestellt, dass die 75%, und zwar unabhängig vom Einkommen, also auch begüterte Gutverdiener, mal ersetzt kriegen. Die wenig verdienen bis gar nichts, die kriegen 100% ersetzt. Also das ist eine staatliche Maßnahme, da bleibt dann noch die quasi die Anführungszeichen die Unannehmlichkeit, dass ich das mal tauschen muss. Aber der Energieverbrauch wird ja dann auch geringer durch diese Effizienzmaßnahmen und sinken ja die laufenden Kosten so herum. Also da hast du immer was davon. Und das ist, glaube ich, und das gibt es nirgends in Europa. Ja. Und da haben wir auch von der deutschen Debatte gelernt. Und das ist eigentlich keine Überforderung, glaube ich, und es ist auch kein Zwang. Das Einzige, was feststeht, ist, man sollte in neue, beispielsweise die Wohnpakete, die wir jetzt starten, in die Neubauten mehr keine Gasheizungen und Ölheizungen einbauen. Das ist doch hochvernünftig. Aber die schon haben, haben auf dieser Freiwilligkeit mit dieser Sensationsförderung eine gute Gelegenheit. Die Photovoltaikförderung war in Österreich hoch wie nie. Wir haben auch Verzehnfachungen der Ausbauten. Also die 10-mal so viele Leute können sich nicht überfordert gefühlt haben. Die sind mit Begeisterung dabei und regen sich auf, warum es nicht noch mehr gibt. Aber es gibt zum Beispiel... jetzt gibt es auch keine Mehrwertsteuer mehr drauf, wenn ich mir ein Balkonkraftwerk draufstelle. Ich habe jetzt selber für Interessierte welche installiert, deppen einfach. Aber das sind lauter Maßnahmen, die sind entgegenkommen und keine Überforderung, weil da müsste man das diskutieren, was es ist. Mhm. Da ist auch sehr viel Gerede und sehr viel Ding im Raum, wo man sagt, oh ja, Wahnsinn, die Depperten, ich kenne das eh die alles. Die wollen uns alles verbieten. Ja, das ist ein kompletter Schwachsinn. Ja. Aber da ist jetzt gar kein Verbot. Ich meine, ich sehe immer den Söder in Bayern, der alles Mögliche verbieten will. Jetzt wird schon jede Sprache auf der Uni und in der Schule zensuriert. Das nenne ich mal Verbotspartei. Ja. Okay. Gleichzeitig, und ich weiß, dass es den Klimabonus gibt, aber trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die sagen, wieso brauchen wir jetzt diese CO2-Besteuerung in Zeiten der Teuerung? Naja, die CO2-Bepreisung gibt es schon länger und auch mittlerweile in ein Drittel der europäischen Länder. Aber deshalb ist der Klimabonus sehr wohl wichtig und richtig zu sagen, weil er ja alles, was eingenommen wird, rückverteilt. Und das ist ja das Geniale dran, weil dann
diejenigen, die viel CO2 indirekt ausstoßen, schlechter dastehen. Der Durchschnitt ist gleich. Und die, die weniger CO2 ausstoßen, sind bevorzugt. Das ist ja der Sinn der Übung. Und im Übrigen sind die unteren Einkommensschichten diejenigen, die durchschnittlich natürlich wieder, aber das stimmt schon gut, weniger CO2 ausstoßen, sodass das eine Umverteilungsmaßnahme von oben nach unten ist, in diesem Ausmaß, wie es heute halt ist. Das ist jetzt noch nicht riesig hoch. Aber in Deutschland haben sie, wir haben auf den Cent genau die gleiche CO2-Bepreisung. Da gibt es keinen Klimabonus. Die diskutieren seit einem Jahr rauf und runter. Und die sind aber nicht sehr populär dort. Was meine grünen Kollegen sagen, nein, aber einer der Kritikpunkte dort ist ja, dass sie dieses, die nennen es Klimageld, was bei uns Klimabonus heißt, nicht und nicht am Boden bringen, weil der Herr Lindner das nicht zusammenbringt. Jetzt entschuldige ich ihn einmal ausnahmsweise an dieser Stelle, weil die ihre Finanzverwaltung auf die Bundesländer verteilt haben. Und in Österreich, wir mit unserem Finanz-Online-System und mit dem Klimaschutzministerium schnell da waren. Und das funktioniert im Wesentlichen auch. Aber das ist schon deshalb wichtig, weil es ja netto, und das war ja immer der Vorwurf, dass das sonst eine Abkassiere wäre, eine Abzocke, und das stimmt genau nicht, weil es ja zurückgegeben wird. Jetzt zur Inflation, weil das war, oder zur Teuerung, das war ja vorher unser Thema, das ist zum Teil richtig, aber momentan ist er ja immer noch so gering, die CO2-Bepreisung, dass das fast gar nicht ins Gewicht fällt. Und jetzt kommt noch das quasi Geniale, das ist gerade noch nachvollziehbar, denke ich. Wir haben diese CO2-Bepreisung so gemacht in Österreich, dass dann, wenn der Preis der fossilen, also auch Erdöl besonders, und Erdgas besonders in die Höhe springt, dass dann entweder das System von sich heraus das aussetzt oder nur geringer steigt, was dazu führt, dass es langfristig viel planbarer ist. Das ist im Übrigen das, was die Investoren und die Wirtschaft genau braucht. Aber momentan sind wir da bei wenigen Cent, wenn es um irgendwas geht, wie ein Liter Diesel oder Benzin. Und gleichzeitig ist der Klimabonus da. Und jetzt das Beste ganz am Schluss, es wird genau auf die Bedürfnisse Rücksicht genommen. Wenn du nämlich im Waldviertel wohnst und natürlich mehr Verkehrsbedarf hast, ist ja logisch, fürs Apotheken fahren, fürs Schulbringen der Kinder, für Erledigungen, fürs Leben. Dort ist der Klimabonus doppelt so hoch als bei uns da gerade rundherum um ihr wunderschönes Studio. Wo man zu Fuß gehen kann oder öffentlich. Ja, sofort da bei unten drei U-Bahn-Linien hat. Die man halt und das ist schon eine schlaue Geschichte. Und der Klimabonus ist für eine vierköpfige Familie. Wir erhöhen ihn ja gerade wieder. Ja? Jetzt kommt mal eine zarte Vorankündigung an der Stelle. Mache ich gern. Der Klimabonus wird so ausschauen, dass eine vierköpfige Familie im Waldviertel demnächst knapp unter 1.000 Euro im Jahr kriegt. Was heißt demnächst? Ja, das wird gerade verhandelt. Aber wenn wir erhöhen ja den Klimabonus in der Regel in dem Ausmaß, wie der CO2-Preis steigt. Also damit die Rechnung immer stimmt, die ich gerade eröffnet habe, sonst wäre ja da sozusagen eine kleine Hundskurve drinnen. Nein, das ist ein offener, gerader Weg. Und 900 bis 1.000 Euro für eine vierköpfige Familie im Waldviertel ist mal nicht so wenig. Ne? Demgemäß können wir rechnen für eine Wohnung, die genau da oben drüber ist, und vierköpfige Familie sind es halt 450 Euro, auch nicht schlecht. Gut, kommen wir jetzt zu den zwei Wahlen. EU-Wahl jetzt schon am 9. Juni. Und da, wenn man den Umfragen glaubt, schaut es für die Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, recht gut aus. Also rund 14%. Sie kommt aus der Klimabewegung. Ist das ein Zeichen, dass man mit diesem Single-Issue-Thema mehr Punkte bei Nationalratswahlen? Das wird man sehen. Ich meine, es sind ja die gegenkandidierenden Listen auf der EU-Wahlebene, wie sie abgefragt werden, viel weniger. Aber das ist gar nicht das Hauptthema. Also ich halte sehr viel von einer vertieften empirischen Sozialforschung, auch Meinungsforschung. Aber wissen Sie, und ich glaube, ich war ja auch in dem Studio damals schon eingeladen, obwohl wir nicht im Nationalrat waren, weil wir waren ja mal rausgeflogen,
du sage ich jetzt einmal vorsichtshalber, durch eigene Fehler, damit wir das nicht auch noch diskutieren müssen. Nein. Aber die ganze Zeit herauf bis, und wir hatten damals Ende Mai, jetzt heute halt Anfang Juni die EU-Wahlen, und da war ich Spitzenkandidat, deshalb weiß ich ja, wovon ich rede, waren wir bis knapp vor Ostern für die EU-Wahlen bei 4,5% in den Umfragen. Dann sind es die 14 geworden, die manche Umfragen jetzt auch wieder haben, manche haben aber nur 9, 10, 11, aber die EU-Wahl. Jetzt sage ich Folgendes, wenn ich mich darauf verlassen täte. Aber Sie wissen, dass das letzte Mal dann auch dieses Ibiza-Video knapp davor ja, war, dass sicher neue Dynamiken auch reingebracht ja, mag ja hat, sein. Sage ich jetzt also, wenn Ibiza alleine plus 10% für die Grünen bin, dann sage ich, dann nehme ich das. Aber ist ja, ich sage ja nur, aber es führt dann auch nur allenfalls dazu, dass man sieht, es kann so viele Ereignisse geben und man soll sie zunächst nicht oder weniger, denke ich, vielleicht nicht null, aber weniger auf Umfragen konzentrieren. Gerade finde ich das wichtig für verantwortungsvolle Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, weil wir leiden ja eher darunter, dass alle immer nur schauen, muss Kindern populär sein und da hinterherhecheln, als dass man und in diesen Krisenzeiten einfach mal dasteht und sagt, was man für richtig hält und das auch möglichst tut. Es ist eh schwierig genug beim Regieren, das hatten wir vorher. Ich kann das ja eh akzeptieren, aber ein bisschen objektivere Debatte wäre da auch mal nicht schlecht. Und der Wahlkampf ist Wahlkampf, da kommen wir jetzt hin, Sie sagten es, wir sind da in der Phase schon, aber dann ist es halt auch mal Wahlkampf und dann schauen wir mal, welche Argumente dort ziehen und greifen. Wir haben es geschafft, in den letzten Wahlkämpfen uns überhaupt einmal so richtig bemerkbar zu machen. Jetzt kann man sagen, na gut, jetzt waren wir eben national oder in der Regierung und haben viel Fläche gehabt, das stimmt schon, aber auf der anderen Seite haben wir uns halt sehr darum bemüht, auch sehr korrekt zu erklären, was wir für sinnvoll notwendig halten und welche Maßnahmen gesetzt wurden. Jetzt wird sehr stark darum gehen, was ist denn in der Zukunft wieder wichtig? Und eins ist schon so, ja, und das stimmt ein bisschen, was die EU-Wahlen betrifft, aber generell, wer verdammt nochmal kümmert sich und nicht nur um Klimaschutz, um Naturschutz, um Umweltschutz und zwar in einer Art und Weise, dass das ja mit wirtschaftlicher Vernunft einhergeht. Das hätten wir jetzt gerade vorher diskutiert, wie man so einen CO2-Preis macht. Oder auch die Förderungen und wie das auch einhergeht mit sozialer Tragfähigkeit. Auch das hatten wir, nicht? Das Klimaticket zum Beispiel, das müssen wir noch ausbauen. Auch für Europa im Übrigen, als Role Model. Und da sieht man, dass eine ökologische Maßnahme eine soziale sein kann gleichzeitig und ökonomisch vernünftig. Das ist, glaube ich, wirklich einzigartig, was die Grünen auszeichnet. Ob wir das ausreichend rüberbringen oder ob genug Bereitschaft da ist, da hinzuhören, weil irgendwo alle schon ganz woanders sind, das ist die nächste Frage. Das will ich gar nicht widersprechen. Mhm. Aber wer jetzt wirklich darum kämpft, und zwar wieder mit aufgekrempelten Ärmel, das sind doch in erster Linie die Grünen. Und dann gibt es welche Mitbewerber, die ja offen zur Schau stellen, dass sie das nicht wollen, die jetzt wieder den Green New Deal zur Sau machen wollen, wenn wir schon dabei sind. Ja, das war ein kleiner Freud. Die gibt es, vor allem wieder die Rechtsextremen und die Rechtspopulisten. Aber es werden auch manche Konservative und Sozialdemokraten davon angekränkelt, in Europa und in Österreich. Und wer ist es dann? Und die Liberalen haben mit Umweltschutz nicht viel am Hut, außer dass sie glauben, das löst der Markt. Und das ist der größte Irrglaube von allen. Aber das ist wenigstens ein Irrglaube und keine böse Absicht. Und die Sozialdemokraten und Konservative sind nicht in der ersten Reihe dabei, den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Die sind allenfalls in der ersten Reihe, wenn es darum geht, das wieder rückabzuwickeln. Das sehen wir gerade. Und das Match werden wir nicht nur suchen, das werden wir finden. Und dann schaue ich mal an, wer das Match gewinnt. Wo Sozialdemokraten und Konservative oder ÖVP derzeit auch nicht vorne dabei sind, sind in den Umfragen für die Nationalratswahl. Da führt nämlich seit über einem Jahr zumindest in allen publizierten Umfragen, die FPÖ. Was würde Ihrer Meinung nach, Sie haben es schon erklärt, es gibt in Österreich keinen Volkskanzler, es wird auch ein Kanzler nicht direkt gewählt in Österreich, aber was würde ein allfälliger Bundeskanzler Kickl Ihrer Meinung nach für Österreich bedeuten? Ja, da habe ich schon viele Äußerungen getätigt, die kann ich jetzt schnell wiederholen.
weil es ja keinen Sinn hat, glaube ich, nicht immer nur einen Kittel abzuarbeiten, sondern geht ja auch mal darum, was das Bessere ist. Halten Sie es überhaupt für realistisch, dass er Kanzler werden kann? Weniger, zunehmend weniger, und zwar aus mehreren Gründen, schon aus Verfassungsgründen und Realverfassung, wie man in Österreich auch sagt, aber auch aus politisch-praktischen, und da spielt dieser jetzige Skandal, den wir, glaube ich, sehr breit auseinandergenommen und wieder zusammengeführt haben. Naja, schauen wir uns, wie sich das auswirkt. Ja, da kommen wir noch hin jetzt. Nicht? Also es heißt schon Nationalratswahl und nicht Kanzlerwahl und schon gar nicht Volkskanzlerwahl. Es gibt einen, der direkt gewählt ist an der Staatsspitze. Das ist nicht der Volkskanzler. Das ist der Bundespräsident. Der hat wenige Aufgaben, aber da hat er eine, nämlich mitzureden bei der Regierungsbildung, wer überhaupt Kanzler ernannt wird. Die Kanzlerin oder Kanzler ernannt wird, schlägt die Minister vor und die muss auch wieder beim Bundespräsidenten vorbei, diese Liste. Also das schaue ich mir noch in Vorbahn, wie das alles geht. Aber das ist Sache des Bundespräsidenten und ich will ihm da jetzt auf diese Weise und an der Stelle nichts ausrichten. Nur seine Haltung ist seit dem Wahlkampf bekannt und seit seiner Vereidigung in Wahrheit. Ich glaube, er wird da sehr behutsam umgehen. Und was wir aber schon sehen ist, dass wir, nehme ich es einmal, damit wir nicht wieder alles aufmachen, aber die Roten und die Schwarzen, Türkisen könnten sich ja damit trösten, dass eine Umfrage bis zum Schluss sich auch nochmal ändern können. Muss nicht so sein, aber wenn, muss man sich auch nicht fürchten. Muss man sich auch nicht fürchten. Warum? Weil es 50, 60, 70% gibt und selbst, also das wäre dann schon sehr eng, die 30, die halt die FPÖ wählen und wohl auch Kickl als Kanzler akzeptieren würden, weiß ich nicht, wahrscheinlich, und sind es dann 50 und 20 unentschlossen oder sind es eh 70 und dann ist niemand dazwischen, Prozent, die genau Kickl nicht wollen und die deklarieren das auch, wenn wir schon bei Meinungsumfragen sind. Und das kann alles eingepreist werden bei der Regierungsbildung. Spätestens wird man sehen und das sind natürlich alle Parlamentarier, Fraktionen oder Parteien, um es einfacher zu sagen, gefragt, wer tut denn nach der Wahl wie? Weil wenn sie alle dran halten, was sie jetzt sagen, dann ist die Frage eh schon beantwortet. Weil wenn der Kickl so erfolgreich wäre mit seiner FPÖ da, nicht, wie manche sagen, Freunde Putins Österreichs, dann wird er nachher nicht weg sein. Das wäre ja nachvollziehbar. Ja? Ja, da mische ich mich ja gar nicht ein. Also, ich bin ja nur 100% Feind. Also man muss allen in der Demokratie eine Berechtigung lassen, solange sie sich demokratisch verhalten, nicht? Was dieses Match betrifft. Aber dann wäre er ja da. Und dann gibt es die ÖVP mit Nehammer, ich kenne natürlich auch den Gust Wölginger sehr gut, also diesen Teil der ÖVP, der jetzt vorne steht, der ja glaubwürdig sagt mit Kickl nicht, wurscht wo in der FPÖ. Nur wenn das hält, dann ist es einmal nichts. Ob die Doskozil-Linie sie durchsetzt in der SPÖ oder die Babler-Linie, gut, aber Doskozil hat sich in der SPÖ nicht durchgesetzt. Nein, bis jetzt nicht, aber man weiß ja auch nicht, was nachher ist, weil das sagt mir immer der ÖVP nach, aber was wissen wir bei der SPÖ? Ja? Aber auch da unterstelle ich, dass die dabei bleiben, was sie sagen und dass die handelnden Personen nachher auch noch da sind. Ne? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und dann ist es dort auch nicht. So, was wird passieren, und da bin ich dem ganz offen gegenüber, auch wenn dann Grüne vielleicht nicht in der Regierung werden, wenn es eine Rot-Schwarze gibt oder schwarz-rote Mehrheit und die finden sich zu einer Koalition, na, dann ist es besser, es ist der Kickl dabei oder die Kickl-FPÖ oder überhaupt die FPÖ. Diskutiert wird auch eine Schwarz-Rot-Neos-Koalition. Ja, kann man ja diskutieren. Jetzt kommt das Nächste, wenn die beiden miteinander gar nicht die Mehrheit im Nationalrat haben, dann wird es darum gehen, wer da noch in Frage kommt und das könnten die Neos sein, das könnten wieder die Grünen sein. Das wird sich ja dann herauskristallisieren. In der Demokratie muss alles möglich sein. Aber Sie fänden so eine parlamentarische Mehrheit-Allianz gegen die Kickl-FPÖ oder die FPÖ richtig? Naja, das habe ich schon oft genug gesagt, dass ich es gar nicht einmal mehr ausrollen wollte. Das wäre die logische Konsequenz. Wir sind ja, das ist ja, was wir da reden, ist ja die Konsequenz davon, dass ich das ausschließen wollen würde, zum Wohle der Republik nämlich. Nein, dass Sie eine Koalition mit der FPÖ ausschließen, ist mir klar. Nein, aber die anderen sollten das durchhalten.
halten, was sie sagen, zum Wohle der Republik. Mhm. Dann ist aber die logische Konsequenz genau das, was wir da diskutieren. Und deshalb ist es sehr gut. Das hat ja auch Johannes Rauch schon vor längerem gesagt. Ist ja auch einer der aufrichtigsten Demokraten und Sozialpolitiker und Kämpfer gesagt, hey, es wäre doch gut, wenn Sie ÖVP und SPÖ ein bisschen besser verstehen, genau aus dem Grund. Ja, das sage ich auch. Und das muss ja auch mal möglich sein, dass man mal sich positiv mit der Konkurrenz auseinandersetzt. Und in der Folge ist es auch noch richtig und dann wird man halt sehen, welche Partei hier mehr einbringen kann oder beitragen kann zu dem, wie es weitergehen soll. Also eins bin ich mir sicher, wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, ist die Variante, dass Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz in der sozialen und ökonomischen Variante Gefahr laufen, hinten runter zu kippen am allergrößten. Ja? Mhm. Und das ist schon die Frage von Wahlergebnissen auch noch dann. Absolut. Und was sind welche Argumente in einer Wahldiskussion dann ergreifen. So, und jetzt muss ich um ein paar kürzere Antworten bitten. Sie haben jetzt schon angesprochen, bei der EU-Wahl kandidieren weniger als bei Nationalratswahlen. Wir haben jetzt, oder mutmaßlich weniger, wir haben jetzt in Salzburg und in Innsbruck Gemeinderatswahlen, also ein Unterschied, aber trotzdem, wir sehen, dass die KPÖ erstaunlich stark abgeschnitten hat, besonders in Salzburg, aber selbst in Innsbruck mit 6,5%. Glauben Sie, dass denen das auch im Bund, also bei Nationalratswahl, gelingen könnte und wäre das ein Problem für die Grünen? Ja, weniger. Ich glaube, was ich glaube, ist vielleicht gar nicht so relevant, aber immerhin, ich meine, in Salzburg ist das beachtlich, der Zuwachs. Das ist ein ähnliches Phänomen wie in Graz. Da kenne ich mich aus, da bin ich ja her. Habe auch das eine oder andere miterlebt von den Kolleginnen und Kollegen der Kommunistischen Partei. So weit, so gut, manches auch schlecht. Das wäre nächstes. Ja, beeindruckend Salzburg. Innsbruck war eine logische Konsequenz, weil dass man in so einer Stadt mit so vielen Studentinnen und Studenten dann auf über 6% kommt, ist jetzt in dem Drive, ist jetzt nicht so verwunderlich. Ob das österreichweit eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen, wird man sehen. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Es müssen halt schon auch alle gefragt werden, was sie denn so für die Zukunft vorhaben. Und glaubwürdig ist sicher das verbale, soziale Engagement, auch ein persönliches Einbringen, das muss man einfach wertschätzen. Ich kenne ja einige in Graz, das ist da. Ob jetzt nur ständig zu sagen, beim Wohnen bringen wir was weiter, die müssen das erst einlösen. Wir haben ja eine Koalition mit der Kommunistischen Partei in Graz. Da weiß ich, wovon ich rede. Und ehrlicherweise, das funktioniert ja ganz gut. Aber die Beiträge zum Gelingen der Kommunistischen Partei, die halte ich einmal für überschaubar. Und was wir in der Steiermark noch sagen können, und das ist halt leider wirklich ein negativer Punkt, ist, dass die überhaupt nicht daran denken, den Namen zu ändern, weil das diskutieren ja viele, das heute ja viel vermessen, ehrlicherweise, jeder soll sie nennen, wie er will, nur, da bin ich gar nicht dabei. Die haben das aber aus gutem Grund, kann ich dort nachvollziehen, weil da schon der eine oder andere Stalinist überzeugte dabei sitzt. Ich sage das so offen. Wir haben im Steirischen Landtag, also ich nicht, ich habe mich nicht reingewählt, einen Vertreter, der, wir hatten halt keine Zeit, wird wohl nicht mehr sein, zu diesem bestialischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Stellung zu nehmen. Aber da sitzt der Landtagsabgeordnete der Kommunistischen Partei drinnen, der in der Ostukraine sie mit den Putinisten eingehängt hat und in erster Reihe sich fotografieren hat lassen und andere auch. Und der Typ sitzt immer noch im Landtag, der ist noch nicht mal zurückgetreten. Ich halte es für, nicht nur zum Fremdschämen, ich halte es wirklich für einen Skandal. Und deshalb wollen die nicht anders hassen, weil sie sich von bestimmten Dingen nicht trennen wollen. Und das, glaube ich, ist aber dann nicht mehr wurscht. Und das kann man nicht nur in die Watte von Sozialrhetorik sozusagen einbetten und dann wird schon nichts passieren. Also da würde ich schon Klarheit verlangen. Das darf man von jedem verlangen. Aber ich sehe auch viele ehrliche und wirklich bemühte und gerade um die soziale Antworten auf die soziale Frage ringenden. Also sie stellen die Fragen wirklich richtig. Ob es die Antworten immer geben, da darf man streiten. Ja? Mhm. Und das möchte ich auch schätzen. Aber Stalinisten geht gar nicht. Ja? Und deshalb sind sie unglaubwürdig, solange das so ist.
Sondern jetzt wirklich kurze Antworten, weil ich möchte das Thema Word noch, weil es jetzt, der Wordrap ist bei dem Thema ein bisschen schwierig. Russland, Ukraine haben wir besprochen, aber natürlich gibt es jetzt noch einen riesigen Krisenherd. Jetzt gibt es verschärfte Sanktionen gegen das Mullah-Regime im Iran seitens der EU, nachdem der Iran Israel stark beschossen hat mit Raketen. Jetzt gilt eigentlich der Iran seit Jahrzehnten und dokumentierbar als Sponsor internationalen Terrors. Über Proxys, Hisbollah, Hamas, andere immer wieder zugeschlagen gegen jüdische Einrichtungen, gegen Botschaften, gegen Zivilisten. War die EU da ähnlich naiv wie gegenüber Putin? Naja, ich glaube, die Union und die einzelnen Mitgliedstaaten, mehr oder weniger im Übrigen, wie öfter, aber die Union als Ganzes, denke ich, doch schon connected mit den Vereinigten Staaten. Die haben die Gefahr immer gesehen, die haben auf alles Mögliche hingewirkt. Lange Zeit stand im Vordergrund das Atomabkommen, also dass der Iran sich freiwillig sozusagen der Möglichkeit begibt, da weiter zu forschen und das voranzutreiben. Ich bin jetzt nicht der außenpolitische Experte und schon gar nicht für die letzten, weil das Thema gibt es ja in Wahrheit wenige Jahre, nachdem die Mullers das übernommen haben. Natürlich. Das war ja eine riesige Täuschung der Welt, wieder einmal, muss man sagen. Ich habe jetzt die Dokumentationen angeschaut aus dem 79er Jahr oder über das 79er Jahr, was da für Hoffnungen verbunden waren und wie sich die Frauen auch getäuscht haben, muss man ehrlicherweise sagen. Also jetzt bin ich auf der Seite der Frauen, richtig zu formulieren, aber und das hat sich nach wenigen Jahren ausgestellt. Das heißt, wir haben das Thema seit 40 Jahren so betrachtet. Und da, glaube ich, da mussten erstens einmal ein paar Europäer ihre Naivität ablegen. Wurscht, ob man die jetzt in London, Paris oder Berlin sucht, also wir sind ja gar nicht einmal groß genug. Österreich hat aber schon Themen gehabt, wir waren da auch oft mal typischerweise zu nah dran. Ich habe ja selber in einem Urschuss mitwirken dürfen, wo wir von den USA Unterlagen in Wahrheit zugesteckt bekommen haben, wo darauf hingewiesen wird, wie österreichische Firmenvertreter und namentlich Bankenvertreter, wir wissen es, sich da quasi außen vorbei benehmen. Ja, das ist, glaube ich, richtige Formulierung. Warum außen vorbei? Weil mit der Zeit hat sich schon eine Sanktionskultur entwickelt. Ob die griffig war oder nicht, kann ich dort nicht sagen. Ich weiß, dass sie in Russland im Übrigen mehr bringen, als viele es darstellen, aber das ist eine andere Frage. Und jetzt wurde aber dadurch, dass man gleichzeitig, wofür ich viel Verständnis habe, dieses Abkommen, um Iran abzuhalten, dass sie eine Atombombe entweder wirklich durchziehen, wenn man so will, das ist für Israel existenziell. Da brauchen wir gar nicht reden. Schauen wir uns das jetzt an. Nachher haben sie einfach formuliert, na, was wäre gewesen, hätten die schon gehabt. Man mag nicht daran denken zumindest. Mhm. Oder dass sie nur die Möglichkeit haben und das Erpressungs- und Drohpotenzial, das reicht ja schon. Mhm. Und also war das schon gut, glaube ich, dass man das versucht hat. Aber man hat halt nebenher vieles andere übersehen, was läuft. Auch die innenpolitische Situation und die immer wildere Unterdrückung der Frauen in Wahrheit zum Beispiel. So. Jetzt sind gleichzeitig, dann ist das gescheitert und hat die Sanktionsbereitschaft ja wieder zugenommen, zu Recht, schon aufgrund der Niederwerfung vieler demokratischer Initiativen dort. Wir erinnern uns. Und jetzt haben wir auch wieder außenpolitisch das Thema. So was kann man sagen. Ja, ich bin dafür und die Union hat ja genau die letzten Tage das sich vorgenommen und Österreich ist da dabei, die Sanktionen zu verschärfen. Aber wir halt schon schauen müssen, wo trifft das wirklich? Und im Übrigen fällt mir eine Geschichte ein, die besonders sinnvoll und richtig wäre und das spielt sogar Richtung Ukraine-Konflikt, nämlich Bestandteile, die, und zwar im Dual-Use-Verfahren, dass man Bestandteile für irgendwas, ja, die aber auch für Drohnen genutzt werden können, jedenfalls. Für jene, die es nicht wissen, der Iran verkauft Putins Armee die Drohnen. Und mit, ja, aber selbige, weil Sie vorher Raketen gesagt haben, die Mehrheit der Flugobjekte, der Angriffsobjekte waren ja dann auch Drohnen, und zwar böses dort, die sind es in der Lage herzustellen, und zwar so gut, unter Anführungszeichen, dass die Russen davon profitieren.
Und das ist ja eine unheilvolle Allianz, mhm. Das haben wir in Syrien schon gesehen. Ne? Diejenigen, die aus Aleppo rausgebombt haben, ja. Das waren die Putin-Schergen, mhm. Muss man auch mal benennen. Mhm. Und zwar vor allem auch in Kauf nehmen, dass irgendwann eine sogenannte Flüchtlingswelle sich, und das kam ja dann auch so, nach Europa in Bewegung setzt. Also mhm. Das ist also hybride Kriegsführung. Die arbeiten mit allen Mitteln. Jetzt zurück zu Iran-Israel-Konflikt. Ich halte das echt für dramatisch, weil Israel, ich glaube, wir müssen das Existenzrecht Israels, das brauchen wir zwar nicht diskutieren, glaube ich, außer Streit stellen. Und wenn das aber so ist, und es ist jemand da, jemand ist gut, ja, dieses Mullah-Regime, das ist ja ganz zu oberst vornehmen, ob es aus innenpolitischen Machtgedue oder aus ehrlicher Überzeugung nach außen, bei diese, ja, ja. Schlimm genug, quasi ständig mit der Auslöschung Israels drohen, da muss man dagegen gehen, da hilft nichts. Ob die völlige Isolation und das völlige seitens Europa und USA alleine hilft, weiß ich nicht, weil sie haben ja böserweise genug Verbündete dann wieder. Zum Beispiel wieder Russland. Die Schurken treffen sich ja. Mhm. Und sie sind natürlich gemeinsam noch stark genug, den Sanktionen zu widerstehen. Weil wäre jetzt der Iran, nicht der so ein super Drohnenbauer, hätten die Russen auch nicht so agieren können gegen die Ukraine. Und so schließen sich sogar diese bösartigen Kreise. Und mir fällt halt schon ein, dass wir die Sanktionen brauchen, machen sollen, aber zielgerichtet dorthin, wo man wirklich den Effekt erzielt. Die werden vielleicht trotzdem wieder Drohnen bauen können. Aber es wird für sie schwieriger, wenn sie mal schon wenigstens nicht von den europäischen Staaten und mithin nach Österreich ehrlicherweise Bestandteile kriegen, dass die ihre Drohnen bauen. Gut, das ist jetzt der Abschluss dieses heutigen Interviews. Danke, Vizekanzler Werner Kogler. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.